Ihr Lieben, was machen wir heute? Und zwar, liebe Leute, ich war einkaufen bei Essen! Ich war bei Flormal einkaufen. Da sind eine Menge Produkte dabei. Es sind geile Sachen dabei. Es sind Sachen dabei, wo ihr euch das Geld definitiv sparen könnt. No! Ich glaube, ich habe noch nie so einen langen Kassenzettel gesehen. Und ich glaube, allein dieser Kassenzettel verdient schon ein Like. Ich habe stolze 630 Lira bezahlt und das war auch noch im Angebot. Ihr hättet den Blick von meinem Mann sehen sollen. Aber ein Glück gibt's. Credit Cards. Und zwar habe ich das Ganze in der Türkei auch noch aufgeteilt auf 9 Raten. Das heißt, ich habe das Video nächstes Jahr abbezahlt. Tschüss, Herr Stefan Präsident. Ich bin wieder zu mir gekommen. Okay, Flormat. Wenn ich Hunger habe, Leute, dann werde ich zu Diva hochziehen. Unter all diesen Produkten haben wir eine rotierende Mascara auch noch und einen rollenden Eyeliner. Also zu den Produkten kommen wir auch noch. Fangen jetzt zuallererst an mit den Augen diesmal. Es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man so eine Palette hat mit Einheitsfarben. Dann ist das immer so boring. So, ich habe mir das Ganze schon mit ein bisschen Tesafilm abgeklebt und wir kommen direkt zum Primer. Da haben wir nämlich zwei Stück von. Und zwar der Eye Perfection Primer. Einmal in der Farbe Bright Luminator und einmal in der Farbe Sweet Coral. Und ich glaube, ich nehme für diesen Look Sweet Coral. Also das ist, wie ihr auch schon in den Swatch sehen könnt, so eine Korallfarbe. Und ich habe mich direkt in diese Base verliebt. Ups, da ist ein bisschen viel. Aber das könnt ihr so aufs Auge auftragen. Und auf der anderen Seite mache ich jetzt mal hier die normale Base. Auch die korrigiert natürlich Rötung und so weiter. Also, so, wir fangen natürlich mit der Lidschattenpalette an. Ich habe hier die Eyeshadow Palette Sunset. Und ganz ehrlich, als ich in dem Laden war, dachte ich so, oh, immer diese Borings. Boring Lidschattenpaletten, ne, Leute. Mm. Nun ja, wir versuchen das Beste daraus zu machen. Fangen an mit diesem matten Ton hier. Diese Palette hat ziemlich viel Fallout, was mich jetzt schon wieder mega nervt. Also man geht rein und man hat überall diese Krümel drin. Ne? Und ja, diese Farbe gebe ich mir jetzt hier. Gebe ich mir jetzt. Ich habe euch schon mal erzählt, dass ich jetzt mit diesen ganzen Blenden arbeite. Ne? Nicht so lange. Ich mag das nicht so gerne, 1000 Millionen Jahre auszublenden. Deswegen mache ich immer nur so zack. Als nächstes nehme ich diesen Schimmerton und trage das mit einem Pinsel hier so auf den äußeren Part auf. Und als letztes nehme ich dann noch diesen dunkelsten Ton hier. Also das, was mich nervt, ist, dass das nicht noch einen dunkleren Ton als das hat. Also kein Schwarz. Irgendwie fehlt mir da irgendwas in dieser Palette. Ja, auf jeden Fall gehe ich auch noch in die dunkle Farbe und versuche das hier noch so ein bisschen abzudunkeln, dass wir hier so ein bisschen Tiefe mit reinbekommen. Flormal gibt es übrigens auch in Deutschland. Also ich weiß, ich hatte schon mal ein paar Stores gesehen. In Berlin gab es auf jeden Fall einen. In der Waterfront in Bremen gab es einen. Ich weiß allerdings nicht, ob die einen Online-Shop haben, Leute. In Stuttgart gibt es einen, das weiß ich auch. Aber sonst, ich schwöre es euch, Digga, meine Make-up-Looks, die dauern in der Tat, wenn ich jetzt wirklich so schminke wie jetzt, 3 Minuten. Ich habe einfach gemerkt, wenn man Mutter ist, Leute, man ist so praktisch und man ist so schnell. Früher, ich habe gestern auch mich mit Hattie unterhalten, früher war das Videodrehen für mich so, boah, das ist jetzt so viel Arbeit und so viel, da habe ich jetzt echt keine Lust drauf, ne? Heute ist das Videodrehen für mich so, oh, Entspannung, versteht ihr das? Ich drehe die Videos so mit Entspannung. Ich habe zwar so ein bisschen Stress, aber das Videodrehen ist für mich das Einfachste, versteht ihr? Ich finde so Kindererziehung, auf Kinder aufpassen und so, es ist schon ein bisschen anstrengender. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, wenn du das anstrengend findest, warum machst du denn überhaupt ein Kind? Das ist jetzt natürlich was ganz anderes. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, wie gesagt. Und wenn die dann auch noch in so einem Alter sind, wo die jetzt wie zum Beispiel Hamza gerade laufen, dann ciao, Leute. Ich habe hier übrigens 2 Eyeliner. Ich glaube, den Eyeliner zeige ich euch gleich am anderen Auge. Aber hierfür möchte ich jetzt einen Kajalstift nehmen. Und zwar der Stylematic Eyeliner. So sieht er aus. Der hat solch eine Spitze. Und wir machen das so, dass wir das Ganze gleich versuchen auszublenden, Leute. Okay, fail. Und diesen Eyeliner, den versuchen wir jetzt so ein bisschen weich zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, versteht ihr? Ihr seid ja schon lange mit dabei. Das heißt, ihr wisst ganz genau.
Was das heißt, das Ding ist nur, es funktioniert nicht so gut. So, das ist jetzt das eine Auge. Dann würde ich jetzt sagen, schauen wir uns die Mascara an, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Also ehrlich gesagt kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich mal mitbekommen habe, dass es so eine Mascara gibt. Also das ist eine Mascara, die hat Batterien hier oben im Deckel und wenn du sie abnimmst, dann rotiert sie, wie ich das hier auch gerade einblende. Und die kann man dann in zwei Richtungen rotieren, total interessant. Und mit der tuschen wir uns jetzt die Wimpern, falsche Richtung, so. Also ich habe das Gefühl, wenn ich das mache, dann erfasst die alle Wimpern, versteht ihr das? Weil die halt die ganze Zeit durchrotiert. Und das gefällt mir so, so gut. Also das Ergebnis, ich würde sogar fast sagen, dass das meine Lieblingsmascara momentan abgelöst hat. Die macht so einen schönen Schwung in die Wimpern. Ich muss sagen, ich hatte bis dato kein einziges Produkt von Flor de Mar zu Hause. Aber diese Wimperndusche ist jetzt bei mir definitiv... Ich würde sogar fast sagen, dass es meine Bad Girl Mascara abgelöst hat. Sorry, Benefit. So, ihr Hübschen, an dem Auge zeige ich euch jetzt den Roll and Go Eyeliner. Und zwar ist das ein Eyeliner, der sieht aus wie so eine Schubkarrenwagenrolle. Und damit soll man sich auf diese Art und Weise einen Eyeliner ziehen. Also die rotierende Mascara hat den Test definitiv bestanden. Das einzig Dumme ist gerade, ich habe mir hier mein Auge zugeklebt fast. Und ich hoffe, mal gucken, wie dieser Eyeliner jetzt hier sein wird. Also ihr legt einfach an und fahrt dann einfach hin und her, versteht ihr? Also ich als Profi muss schon die Luft anhalten beim Eyeliner ziehen und ich kann Eyeliner ziehen. Ein Normalverbraucher, der vielleicht nicht so viel Erfahrung hat, der wird mit diesem Eyeliner sicherlich nicht glücklich, Leute. Ich habe hier noch einen Midnight Matte Eyeliner, mit dem fahre ich jetzt einfach nochmal drüber. Das funktioniert definitiv besser. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der wirklich matt trocknet, aber es scheint ganz danach auszusehen. Ich glaube, man sieht ganz gut den Unterschied zwischen Eyeliner und zwischen verruchtem Verwischen. Ich muss auch ehrlich jetzt sagen, ich habe mich hier vorne leider ein bisschen angedotscht. Also da habe ich mein Auge zugeklebt. Augenbrauen haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Da habe ich von Flor de Mar so ein Kit, und zwar das Augenbrauen-Kit, was eigentlich ganz gut ist, wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt oder so, weil man hier schon eine kleine Pinzette und einen kleinen Augenbrauenstift und Dings dabei hat. Und ich finde, dieses Puder geht schon eigentlich zu viel ins Rötliche, versteht ihr? Also es ist, passt, finde ich, nicht so gut zu meiner Haarfarbe. Ja, es ist ganz nett, aber es kommt halt an andere Produkte nicht ran. Und ich glaube, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das nicht so lange auf dem Auge hält. Deswegen würde ich jetzt sagen, spare dir dein Geld. So, ihr Lieben, ich finde, meine Augenbrauen versauen gerade mein ganzes Gesicht, weil die Farbe einfach nicht passt. Das ist mir zu rötlich ein bisschen. So, wir primen unser Gesicht mit dem Illuminating Makeup Primer Plus. Das ist ein Primer. Ich nehme jetzt mir mal hier so ein bisschen auf die Hände. Und der ist relativ flüssig. Und den könnt ihr eigentlich relativ gut und zügig auftragen. Hinterlässt aber auch nicht dieses eklige, klebrige, sondern ist eigentlich ganz okay. Ich gebe mir jetzt hier so ein paar Pumps. Und zwar ist das die Flor de Mar HD Invisible Cover Foundation. Wenn ich jetzt hier lese Cover Foundation, dann denke ich, okay, die soll covern. Also ich hatte das Gefühl, dass die Deckkraft jetzt nicht so stark ist. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich getragen ist. Wir probieren es jetzt nochmal neu. Also die Foundation, die kickt mich jetzt nicht um, versteht ihr? Also ich habe mir so ein bisschen mehr Deckkraft gewünscht, wobei sie, die Verkäuferin, meinte, dass es mittlere Deckkraft ist. Ich habe jetzt nicht diesen Fenty Beauty-Effekt, versteht ihr, was ich meine? Also das ist so ein bisschen enttäuschend für mich und ihr sagt jetzt wahrscheinlich auch, es ist viel zu hell für dich. Ja, aber es passt sich jetzt nachher eigentlich ganz gut dann mit dem Hals an, weil ich arbeite lieber einen Ticken zu hell als zu dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera seht, wie fleckig sich das einarbeiten lässt. Verblende und verblende und verblende und tu und irgendwie kriege ich gleich...
Ich weiß nicht, ob ich sie gut finden soll oder ob sie jetzt doch so schlecht ist. Vielleicht bin ich einfach nur zu Gutes gewöhnt. Versteht ihr, was ich meine? Kommen wir zu dem Concealer. Der Perfect Coverage. Perfect Coverage Concealer. Perfect. Der ist relativ flüssig. Also ich habe den mir ein bisschen fester vorgestellt. Und normalerweise benutze ich hier immer nur so wenig. Ja? So wenig brauche ich für meinen Unteraugen. Aber bei dem brauche ich, wo ich immer bei den Beauty-Gurus gucke und denke, Seite des Wahnsinns, wie kann man so viel Concealer benutzen? Bei denen brauche ich ohne Scheiß so viel Concealer, weil sonst passiert da einfach nichts. Der tut nur was, wenn ihr davon viel auftragt, und wenn ihr dann so viel auftragt, dann habt ihr nachher das Problem, dass das nachher vielleicht doch zu viel wird, vor allem bei Leuten, die so ein bisschen Under-Eye-Trockenheit haben. Ich pudere das ganz kurz mit ein bisschen Baked Powder ab, weil sonst glänze ich hier wie sonst was. Ich hatte ja gestern auf Instagram schon euch so ein bisschen darauf vorbereitet, dass ich manchmal so nicht weiß, was ich so drehen soll. Eigentlich ursprünglich, ganz am Anfang, ja. Da war ja mein Kanal eher so Beauty-Kanal. Dann habe ich natürlich noch meinen zweiten Kanal, der auch bald wieder weitergeht, Leute. Und mein Backen kochen. Jetzt kommen wir übrigens zu einem wieder guten Produkt. Und zwar das Flormar Loose Powder in der Farbe Medium Scent. Ich habe mich in dieses lose Puder sowas von mega verliebt. Es hat gerade mein Laura Mercier Puder abgelöst. Davon nehme ich jetzt ein bisschen und sette meinen Concealer. Es hat eine sehr, sehr gute Deckkraft. Bevor ich gleich mich weiter mit euch unterhalte, haben wir hier eine so schöne Verpackung. Die Trio Contour Palette. Davon nehme ich jetzt erstmal den Bronzerton und dann den Konturton. Also ich bronze mir das hier so ein bisschen. Also ich weiß halt manchmal nicht, was ich drehen soll, weil halt nach meinem Beauty kam halt Backen und Kochen. Und dann war ja diese Beauty-Schiene wieder so, ja, irgendwie überflutet. Dann habe ich halt ein Kind gekriegt. Dann hat sich das alles so ein bisschen mehr um das Thema Schwangerschaft gehandelt. Ja, Vlogs. Und jetzt weiß ich immer nicht, was ich drehen soll. Soll ich dieses abwechslungsreich so beibehalten oder sollte ich mich auf ein Thema festlegen? Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte halt auch gerne so Challenges machen mit meinem Mann zusammen. Und dann geht das natürlich nicht, wenn der unsere schöne Sprache nicht spricht. Ja, und die Frage ist jetzt, what should I do? I have no plan. Ich möchte halt auch ab und an Beauty machen, weil Beauty mir immer noch sehr, sehr viel Spaß macht. Aber die Klickzahlen sagen dann immer was anderes. Oder vielleicht möchtet ihr, ich weiß nicht, was ihr dann in dem Moment sehen möchtet, versteht ihr? Und das hinterlässt nicht ganz diesen Strich wie bei diesem Laura Mercier. Und das finde ich ganz gut, seht ihr? Mit einer anderen Foundation. Ich habe hier das Satin Matte Blush in der Farbe Rose Coral. Und davon nehme ich, das ist super mega pigmentiert, also da braucht ihr nur ganz wenig von. Und das trage ich mir hier so ein bisschen auf die Wänkchen auf. So ganz leicht. Also da müsst ihr echt nur einmal kurz reingehen. Also mit dem bin ich eigentlich relativ zufrieden. Auch dass das matt ist, finde ich relativ gut. Also das könnt ihr euch gepflegt kaufen, Leute. Gepflegt zulegen. Jetzt kommt mein absolutes Schockprodukt, wo ich begeistert war. Und zwar Midnight Star Powder Illuminator. Also das ist ein Highlighter, Leute. Und schaut euch das einfach mal an. Du brauchst einfach nur zugucken. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, aber das sieht mir schon ganz nach einem Razy Highlighter aus. Der ist so schön. Also so schön. Also mir gefällt der richtig, richtig gut. Und der löst auch gerade mein Mary Luminizer ab, Leute. Guckt mal. Damit habe ich absolut nicht gerechnet und war Schock, Schock, Schock. Jetzt kommen wir gleich noch zu den Lippen. Ich fixiere das Ganze. Ich habe hier ein Make-up-Fixing-Spray. Das Ganze aus, das ist wie so eine Haarspraydose. Und du musst das schütteln und dann... Leute, kommen wir zu unseren letzten beiden Produkten.
Und zwar habe ich hier von Flormar einmal die Metallic Lip Charmer. So sehen die aus. Einmal in so einem hellen Ton und einmal in so ein bisschen dunkleren. Ich wusste jetzt gerade nicht, welchen ich nehmen soll. Aber ich glaube, ich nehme den helleren Ton. Schaut mal. Es ist metallisch, aber ganz leicht nur. Und das ist Seductive. Na, welche Farbe gefällt euch besser? Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, welches sind deine Top-Produkte? Definitiv die Lippenstifte, der Highlighter, das lose Puder, der Midnight Eyeliner, der Derolling Mascara. Dieses Konturkit finde ich jetzt auch nicht eigentlich so verkehrt. Also für den Preis, das hat glaube ich 20 TL gekostet. Ne? Und natürlich die Eyeshadow Primer. Ansonsten über den Rest, ach, das finde ich jetzt auch noch ganz gut. Ihr habt das Video selber gesehen und ihr wisst jetzt, was ich gut finde und was eher nicht.